Wir wollen über die Edonauten sprechen, die gerade vorbeigegangen sind. Es ist der 15. April und wir haben einen Monat lang einen Unkurs gemacht, der eben Edonauten hieß. Wir drei, die hier zu sehen sind, Nele Hirsch, Jöran Mus-Meerholz, Blanche Fabry in der Reihenfolge von links nach rechts, haben das Ganze als Crew organisiert und sich ausgedacht. Da waren noch ganz, ganz viele weitere Leute beteiligt, weil es auch mehr so ein sehr offener Prozess war, aber genau darüber wollen wir sprechen. Insofern ist es so ein bisschen ein lautes und öffentliches Reflektieren darüber, wie das Ganze gelaufen ist. Man muss aber, wenn man jetzt das Video sich anschaut oder anhört, nicht unbedingt bei den Edonauten noch dabei gewesen sein. Wir wollen es ein bisschen so erzählen, dass man es auch versteht, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Vorgehen. Wir wollen erst kurz erklären, was war das genau, wie ist es abgelaufen, auch mit ein paar Zahlen, wie viele Menschen haben, wie viel Inhalt, in welcher Form, was und was gemacht. Ein bisschen über die unsichtbaren Ergebnisse sprechen, die vielleicht auch dabei herausgekommen sind, schauen, was man verallgemeinern kann für auch andere Projekte in Sachen Online-Lernen, die wir gelernt haben bei dem Projekt. Wir haben ein paar konkrete Ideen, die wir in diesem Projekt mal neu ausprobiert haben, die wir teilen wollen, die Erfahrung dazu. Und natürlich wollen wir gucken, wie es jetzt weitergeht. Edonauten 2 oder was dann kommt. Schauen wir mal. Wir haben vorher abgesprochen, dass Nele nochmal die Grundidee zusammenfasst. Ja. Jöran, du hast ja die Grundidee schon, also es sollte ein Unkurs sein. Und vielleicht kann man das Ganze noch ein bisschen einordnen vom Kontext her. Die Idee war einfach, dass wir Anfang März sagten, okay, ganz viele Menschen sind jetzt damit konfrontiert, dass plötzlich ganz viel Bildung online stattfinden soll. Und wir dann damit gerechnet haben, dass sie sehr oft sehr traditionelle Vorschläge kriegen, wie so eine Online-Bildung aussehen soll. Und das Anliegen von den Edonauten war dann eben zu sagen, wie kann denn Online-Lernen auch zeitgemäß stattfinden? Und da war das, was ich so als erstes auch so eher intuitiv im Kopf hatte, doch sowas zu machen wie, wir machen da ganz stark eine Wissensvermittlung und geben den Leuten ganz viel Input weiter. Und als wir dann angefangen haben, darüber zu diskutieren und uns genauer zu überlegen, war es ja eigentlich sehr viel folgerichtiger und sehr viel logischer zu sagen, wenn wir schon zeitgemäßes Online-Lernen als Thema haben, dann sollten wir das ja eigentlich auch als die Form haben. Also sollten wir eigentlich keinen klassischen Kurs machen, sondern sollten wir versuchen, auch die Edonauten selber als einen Unkurs anzulegen. Und so entstand dann im Prinzip die Grundidee zu sagen, wir laden Menschen dazu ein, mit uns gemeinsam dieses Thema Online-Lernen zeitgemäß zu erkunden, darüber zu diskutieren, sich darüber auszutauschen und das eben gleichzeitig in der Form zu tun, dass nicht wir diejenigen sind, die Inhalte vorgeben, die dann konsumiert werden, sondern dass wir alle gemeinsam diese Inhalte erarbeiten. Und wir haben schon ganz am Anfang auch vorgegeben, dass wir gesagt haben, wenn wir einfach nur einen Raum schaffen und sagen, hier ist jetzt Raum, sich auszutauschen, hier ist Raum, miteinander zu diskutieren, dann könnte das doch sehr verschwimmen oder dann auch wenig greifbar für Menschen sein. Deshalb haben wir von Anfang an gesagt, wir möchten eigentlich gerne auf ein konkretes Ergebnis hinarbeiten und haben gesagt, unser Ziel ist, wir möchten eine FAQ online lernen zeitgemäß gemeinsam in diesem Unkurs gestalten. Also hatten gleich so eine Art projektorientiertes, produktorientiertes Lernen angedacht. Genau, vielleicht kann ich da schon mal gleich anschließen. Und wir sind dann, dieses ganze Projekt haben wir ja in einer wirklich sehr, sehr kurzen Zeit ins Leben gerufen. Ich glaube, wir hatten sowas wie eine Woche, vielleicht mal so aktives Nicken von Jöran und Nele, wo wir es dann vorbereitet haben mit vielen Abenden und einem Wochenende, was wir wirklich so durchgepowert haben und haben das dann kommuniziert nach außen und gesagt, hier, wer würde mitmachen und haben erstmal so ganz schnell nur so gesagt, hier könnt ihr euch per Mail anmelden und hatten dann innerhalb dieser Woche 350 Teilnehmer, die gesagt haben, ja, coole Sache, wir wären dabei. Und damit sind wir dann gestartet so und fanden das total toll. 350 Leute, die da mitmachen, das ist ja super und waren echt, haben uns irgendwie Nachrichten geschrieben, guck mal hier, 350 Leute und waren ganz erfreut. Und dann ging es los und dann wurden wir tatsächlich, also haben wir gedacht, das kann gar nicht sein, dass wir zum Schluss 1077 Personen in diesem E-Mail-Verteiler hatten. Also das hörte nicht auf mit Anmeldungen, mit Leuten, die gesagt haben, ja, ich möchte dabei sein. Und auf der Plattform registriert, haben sich dann davon 803 Personen. Das heißt, wir haben also irgendwie wahnsinnig viel Zuspruch erhalten für das bei dem ganzen Projekt, was wir echt toll fanden. Und das alles in so einer kurzen Zeit. Also das war wirklich ja, ganz großartig.
Genau, und was dann auch das Schöne war, war, also ganz viele haben sich registriert und das ist natürlich sehr üblich so, dass ganz viele auch einfach dann, also in Anführungszeichen nur, ist ja auch trotzdem sehr in Ordnung, aber einfach nur mitlesen. Aber trotzdem ist gleichzeitig auch auf der Plattform selbst unwahrscheinlich viel funktioniert, also passiert und abgelaufen. Und um das vielleicht so ein bisschen einzuordnen, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr erklären, wie wir das sozusagen nacheinander vorhatten. Und die Idee war, dass wir quasi zu den Menschen gesagt haben, wenn ihr hört, zeitgemäß online lernen, was sind denn dann da eigentlich eure Fragen, die ihr mitbringt? Also was sind die Sachen, die ihr eigentlich wissen müsst? Und das war der erste Schritt, dass wir gesagt haben, sammelt doch einfach mal diese Fragen. Und das war wie so eine Art Forum, was wir eingerichtet haben und alle konnten sich daran beteiligen und diese Fragen eingeben. Und das war so die erste Zahl, die wir da vielleicht haben, dass 75 Fragen zusammenkamen, wo dann bei einigen mehr, bei anderen weniger die Menschen dazu diskutiert haben. Der nächste Schritt war dann, dass wir gesagt haben, um diese Fragen jetzt zu beantworten oder allgemein nach Antworten zu suchen, die wir dann in unsere FAQ packen wollen, möchten wir gerne Gruppen sozusagen einrichten. Und in diesen Gruppen kann dann die Beantwortung passieren. Und das war dann der nächste Schritt. Und da hatten wir 32 Gruppen. Also hat sich das schon so ein bisschen reduziert. Zum Teil haben wir auch Fragen zusammengelegt. Aber auch da fand nochmal unwahrscheinlich viel statt. Und im Ergebnis haben wir dann jetzt 45 Beiträge in unserer FAQ online lernen. Also von dem her sieht man schon, es war natürlich eine irrsinnig große Zahl, mit über 1000, die in diesem Mailverteiler sind, aber gleichzeitig dann doch auch einiges, was auf dieser Plattform sozusagen passiert. Und wir haben das nicht minutiös getrackt, aber ich war sehr viel online und was man immer sehen konnte, war quasi, wer ist gerade mit dir online oder wer war in der letzten Zeit online. Und man hatte immer das Gefühl, ich bin hier eigentlich nicht alleine auf der Plattform, sondern sehr, sehr viele andere Menschen sind da gerade auch aktiv und machen was, schreiben was oder lesen auch einfach nur was. Ja. Nele, du warst ja in diesen Gruppen wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Hast du jetzt nur mal so als Hausnummer eine Idee von klein bis groß, wie viele Menschen da waren? Du meinst in den einzelnen Gruppen? Ja. Also ganz unterschiedlich. Wir hatten tatsächlich Gruppen, wo nur so 2, 3 irgendwie dann drin waren, aber dann hatten wir auch richtig große Gruppen, wo so knapp 100 Leute sich dann mit angeklickt haben. Wobei man vielleicht auch dazu sagen muss, dass dieses "Ich bin Teil einer Gruppe" hieß tatsächlich nur, ich klicke auf einen Button, ich trete in die Gruppe ein. Also es war jetzt nicht irgendwie was Formales, was ich da groß machen musste. Aber ich glaube, dass das tatsächlich viele genutzt haben, da auch so zwischen Gruppen hin und her zu springen und zu lesen und zu gucken eben, was passiert da jetzt gerade, wo kann ich vielleicht auch mitdiskutieren. Ja, ich finde es interessant, dass wir jetzt, also wir haben eigentlich 2 unterschiedliche Ebenen von Ergebnissen und das, was so in traditioneller Kurslogik das Offensichtliche ist, ist dieses Ergebnis, also faqonlinelernen.de mit 45 Beiträgen und das ist schon sehr beeindruckend. Also es ist wirklich so richtig gemeinsames Produkt, was da rausgekommen ist und muss man auch mal vielleicht ja auch irgendwie offen sagen und so zwischendurch dachten wir schon so, oh je, hoffentlich werden die Beiträge überhaupt 2-stellig. Weil die Gruppenprozesse ja sehr unterschiedliche Dynamik hatten. Und wir sind dann auch immer so bei den Überlegungen, wie wir die Mailings machen, wie wir nochmal Ansprachen machen, wie Nele sehr, sehr, sehr viel moderieren unterwegs war, wie stark man die Leute sozusagen drängt in Richtung des Produktes, weil wir insgesamt ja ihnen viel Freiraum gelassen haben, gesagt haben, ihr könnt entscheiden, wie ihr das bearbeitet, was ihr da macht und so weiter. Ich bin sehr froh, dass wir dann 45 Ergebnisse haben jetzt, also und sehr tolle Ergebnisse. Gleichzeitig freue ich mich auch, dass wir so ein bisschen Ideen kriegen vom Feedback der Teilnehmer oder auch einfach anekdotisch nur, wie viel quasi unsichtbare Ergebnisse es gibt. Und da haben wir keine Idee, ob das so irgendwie 10 oder 20 oder 500 solche Geschichten gibt, was sozusagen unter der Oberfläche, wenn man jetzt so diese Eisberg-Metapher nimmt, irgendwie noch so passiert ist. Beispielsweise einfach 2 Menschen, die sich sozusagen in Anführungszeichen kennengelernt und miteinander verbunden haben. Das hört sich jetzt schon romantisch an, aber so in der Sache einfach. Also ich erinnere mich, dass wir in einem, ich glaube im letzten Webinar und auch wirklich in den letzten 10 Minuten am letzten Tag des Programms, da hatten wir irgendwie so ein Treffen mit allen Leuten, die dann noch was arbeiten und die wurden dann, haben gesagt, irgendwie, ich arbeite gerade daran, ich könnte Unterstützung dazu brauchen und dann wurde geguckt, wer interessiert das auch und die sind dann in seinem Webinar-Software in Zoom in einem Breakout-Raum gegangen. Und dann kam die zurück und dann sagte eine Teilnehmerin, naja, aber jetzt habe ich ja den gefunden, der sich auch für das interessiert wie ich und dafür ist das Ganze doch hier da, oder nicht?
Und das war ein so schöner Moment, weil tatsächlich irgendwie da so klar war, nein, es geht nicht nur darum, dass ich hier irgendwie vorzeigbare Ergebnisse habe, sondern dass ich hier für meine Fragen auch Leute finde, die sich auch dafür interessieren, mit denen ich dann arbeiten kann. Und davon gibt es, glaube ich, viele so unsichtbare Ergebnisse. Eine der Sachen, wo sicher, was nicht drauf stand auf diesem Unkurs, aber was, glaube ich, sehr viele Leute gelernt haben und noch mehr gelernt haben als vorher, war kollaboratives Schreiben. Also man könnte fast sagen, es war die Hidden Agenda, war sie aber nicht. Es war zumindest irgendwie eine ganz große erwünschte Nebenwirkung, dass Leute sich in kollaborativen Arbeiten und kollaborativen Schreiben im Besonderen üben quasi. Das haben wir auch von den Teilnehmern viel im Feedback gehört. Es gibt ein paralleles Video hierzu, in dem wir von drei Teilnehmern mal erzählen lassen, wie das bei denen gelaufen ist. Und bei allen dreien kam so wirklich, dass sie auch immer so die Überlegung hatten, kann ich jetzt einfach einen Text ändern, den man anders geschrieben hat, Leute sich gefreut haben, wenn sie direkt Änderungen gekriegt haben, Vorschläge gekriegt haben, etc. Also, glaube ich, auch so ein großes Thema. Und diese erwünschten Nebenwirkungen, die sind, glaube ich, ganz häufig. Also auch eine Teilnehmerin sagte in dem anderen Gespräch auch gerade nochmal sowas wie, naja, und dann habe ich auch durch die Edelnauten kennengelernt, dass die da drüben ganz was anderes machen, also quasi ein drittes Projekt hatte mit den Edelnauten gar nichts zu tun, sie hat nur über die Edelnauten davon gehört und sich dann da eingebracht und macht jetzt damit etc. Und das finde ich schon enorm spannend, in doppelter Hinsicht, erstens spannend, ich freue mich darüber, was da so passiert ist, und zweitens spannend im Sinne von, wir haben wirklich keine Ahnung, wie viele Menschen solche Erlebnisse hatten und da Sachen gelernt haben, die sozusagen nicht irgendwie in einem Produkt für alle sichtbar sind. Da kann ich im Prinzip gut anschließen, weil das war für mich auch so ein bisschen aus der Crew-Perspektive mit das Spannendste, wie man diesen Kurs oder diesen Unkurs dann gestalten kann, weil ich immer so ein bisschen in einem Zwiespalt war zu sagen, ich möchte die Menschen eigentlich gerne unterstützen und auf diesem Weg begleiten. Und meine Aufgabe war es dann auch ein bisschen in der Lernumgebung selber in den Foren mitzumoderieren. Und dann natürlich immer die Tendenz da war so, cool, ihr habt jetzt eine Frage gefunden, dann richtet doch jetzt bitte eure Gruppe ein, jetzt habt ihr eure Gruppe, dann überlegt doch mal bitte, dass ihr konkret an dem FAQ-Beitrag schreibt. Aber ich glaube, diese Moderation war durchaus hilfreich und auch sinnvoll und hat auch viele unterstützt. Aber gleichzeitig mussten wir, glaube ich, auch in dieser Moderation versuchen, eine Offenheit dazulassen. Und zum Teil kam dann auch von Teilgebenden so ein Feedback zurück, dass sie gesagt haben, stopp, wir wollen jetzt eigentlich noch gar nicht einen FAQ-Beitrag schreiben, wir unterhalten uns hier doch gerade so gut, lass uns da doch mal noch so ein bisschen weitermachen. Und das, finde ich, ist eigentlich was sehr Schönes. Also, dass man diesen Unkurs durchaus so offen gestaltet hat, dass dieses ganze Freie und auch dieses Zusätzliche und diese unsichtbaren Ergebnisse da waren, aber eben trotzdem auch sowas da war, hier kannst du dich entlanghangeln und hier geht es sozusagen auch zum gemeinsamen Ergebnis, was wir hier alle zusammen machen. Ja, also diese Offenheit- und Strukturfrage ist für mich auch so. Also ich meine, das ist ja eigentlich immer die große pädagogische Frage. Je mehr Struktur du vorgibst, desto mehr kannst du hoffen, dass die Leute dem Pfad folgen können. Aber desto weniger hast du die Möglichkeit, dass die Leute ihren eigenen Pfad gehen können. Und das ist schon ja auch immer eine Spaltung, die wir, glaube ich, jetzt auch bei den Teilnehmern haben. Also wir hören natürlich jetzt vor allem von den Teilnehmern, die sozusagen am Ende zu ihren Ergebnissen gekommen sind und die das auch toll finden etc. Und wir hören nicht so viel von den Teilnehmenden, die irgendwie nach der Hälfte entweder sozusagen irgendwie aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, irgendwie bin jetzt desorientiert und weiß auch nicht weiter. Oder auch das nie gefunden haben, weil sie sind vielleicht erst nach der Hälfte reingekommen. Wir haben viel versucht, die dann sozusagen irgendwie quer einsteigen zu lassen, aber trotzdem war es, glaube ich, schon eine höhere Voraussetzung, zu sagen, jetzt muss ich mich mal orientieren und ich muss jetzt gucken, was ich hier selber mache, gegenüber einem traditionellen Kurs, wo einfach steht, jetzt klick bitte hier, guck dieses Video, mach diesen Quiz als nächstes. Ja, und trotzdem, also nochmal zu dem, du sagtest, dass gerade so im Nebensatz, die dann auch irgendwie sich abgemeldet haben, das waren tatsächlich bei uns auch erstaunlich wenige, ne? Also ich habe es nochmal nachgeschaut. Wir haben nur 14 Personen, die im Laufe des Grundkurses gesagt haben, sie möchten nicht mehr weiter mitmachen oder sie möchten einfach aus dem Verteiler raus, was dann auch meist war, sie möchten nicht mehr mitmachen. Und das waren dann auch mehr so sehr, sehr liebe Mails, fast schon entschuldigende Mails. Ich habe jetzt leider doch nicht so viel Zeit und muss jetzt meine Tochter betreuen und so. Also man sagt, oh Gott, ihr müsst euch doch nicht entschuldigen, dass ihr jetzt keine Zeit habt, den Unkurs mitzumachen. Aber 14 Personen ist doch wirklich auch erstaunlich wenig, ne, über den Zeitraum, die dann nicht mitgemacht haben. Und trotzdem haben wir ja dann so zum Ende hin
gemerkt, dass zwar die ganze Unterstützung von vor allem Nele, inhaltliche Unterstützung der Gruppen, dass das total gut funktioniert hat und dennoch, dass man da auch einfach noch Unterstützung brauchen kann. Also ich glaube, das, was Jöran auch gerade sagte, mit diesem Zwiespalt zwischen offen, aber natürlich trotzdem Struktur vorgeben, da haben wir uns dann schon irgendwie natürlich mit beschäftigt und haben einen ganz guten Kniff eigentlich gefunden, nämlich die OER-Camps. Wir haben sozusagen die Chance gehabt, ein OER-Camp andocken zu lassen und die Coaches von OER-Camps mit ins Boot zu holen. Und das war dann ganz schön. Die sind dann dazugekommen und haben Webinare gegeben, was ganz nett war, also Input ganz klassisch. Und gleichzeitig sind die dann hinterher durch die Gruppen gegangen und haben gesagt, hier können wir unterstützen, habt ihr konkrete Fragen, und haben einfach unterstützt und geholfen, dass diese Beiträge dann fertiggestellt worden sind. Und das, Nele, vielleicht magst du dazu noch mal einen Satz mehr sagen, wie das tatsächlich so inhaltlich funktioniert hat. Ja, dann kann ich gleich noch mal was zu den Webinaren sagen. Also ich glaube, die Teilnehmenden oder die Teilgebenden haben ja ganz konkret an Fragen sozusagen gearbeitet und hatten dann das Ziel, dass sie sozusagen einen fertigen FAQ-Beitrag erstellen wollten. Und da war eigentlich das Hauptinhaltliche schon so, dass wir gesagt haben, das wird von den Teilnehmenden selber erarbeitet. Also wenn sie die Frage hatten, weiß ich nicht, wie soll Online-Lernen inklusiv gut und zeitgemäß funktionieren, dann konnten quasi wir oder dann die OER-Camp-Coaches natürlich nicht vorgeben, hier ist die richtige Antwort, sondern es ging ja gerade darum, dass diese Antwort dann gemeinsam erarbeitet wurde. Aber was natürlich schon sehr hilfreich war und, glaube ich, unterstützend war, war, dass von den OER-Camp-Coaches so eine Perspektive reingebracht werden konnte. Ich habe mir da jetzt euren Text durchgelesen. Eigentlich werde ich da noch nicht ganz schlau daraus. Könntet ihr da vielleicht nochmal oben erstmal erklären, um was es grundsätzlich geht? Oder auch sowas, habt ihr euch schon mal überlegt, in was für einer Form ihr das nachher verbreiten könnt? Wir haben jetzt zum Beispiel einige FAQ-Beiträge, die mit H5P gestaltet sind, was dann auch von den OER-Camp-Coaches sozusagen als eine Unterstützung kam und reingebracht wurde. So. Und grundsätzlich, warum das Ganze doch ziemlich herausfordernd war, ich hatte das ja schon angemerkt am Anfang, dass wir gesagt haben, wir hatten die Fragen, dann haben wir das in den Gruppen erarbeitet und dann haben wir schließlich diese FAQ erarbeitet, dass diese verschiedenen Schritte auch jeweils auf unterschiedlichen Lernumgebungen oder Plattformen stattfanden. Und wir eigentlich angefangen haben in der Lernumgebung der Edunauten, die man sich auch noch angucken kann auf edunauten.de. Da fand es so, dass wir sammeln die Fragen, wir bilden die Gruppen, wir finden überhaupt zusammen. Dann hatten wir eigentlich das sehr, sehr offen gelassen und haben gesagt, wie ihr jetzt konkret zu der Erarbeitung von den Antworten kommt, das liegt erstmal bei euch. Also ob ihr jetzt sagt, ihr richtet ein Google Doc ein oder ein Kodi MD oder ein Etherpad oder ihr trefft euch über Zoom oder Jitsi oder wie auch immer, das ist sozusagen in der Entscheidung von euch als Gruppe. Das war zum Teil vielleicht eine Überforderung, aber zum Teil, glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz großes Lernpotenzial. Und dann hatten wir schließlich noch die dritte Plattformumgebung und das war dann die Ergebnisumgebung, die wir dann im Laufe des Unkurses überhaupt erst fertiggestellt und dann auch präsentiert haben. Und das ist dann die FAQ-Online-Lernen.de, wo dann die Sachen eingestellt wurden und die jetzt sozusagen auch noch weiter da ist und die auch noch weiter genutzt werden kann. Also von daher schon, glaube ich, auf der einen Seite herausfordernd durch diese drei Umgebungen, Lernumgebung, selbstgestaltete Arbeitsumgebung irgendwo im Netz und Ergebnisumgebung, aber dadurch natürlich auch so ein bisschen strukturiert, wenn man natürlich wusste, wo bewegt man sich jetzt gerade und eben vor allen Dingen sehr, sehr lernanregend, weil man das natürlich auch alles gestalten musste als teilgebende Person. Ja. Genau. Und vielleicht nochmal zu den Webinaren, weil nämlich die Coaches eben der größte Teil war eigentlich, dass sie halt tatsächlich in den Gruppen inhaltlich unterstützt und gereviewt haben. Und zusätzlich haben wir dann Webinare gemacht, wo sie dann Input gegeben haben, wo immer angedockt auch, also wo die Teilnehmer eben noch Fragen einbringen konnten. So, das war halt irgendwie auch ganz toll, zumal das auch noch so ganz schön war. Ab und zu haben uns dann doch so Fragen erreicht oder so ein bisschen wie so hinter vorgehaltener Hand, so, naja, ich bin jetzt nicht so aktiv dabei, ich fühle mich mehr so als Lurker, ist das auch in Ordnung, auch schon wieder so entschuldigen. Und wir dann irgendwie gedacht haben, vielleicht sind diese Inputs auch ganz gut, um ein bisschen damit aufzuräumen, dass man sich auch nicht, dass nicht alle immer aktiv dabei sein müssen. Das ist natürlich total, wäre total schön gewesen, aber wir sind ja auch, waren da ja auch ganz realistisch unterwegs und es ist auch völlig legitim, wenn man sagen kann, na, man liest da nur mit und man hat eben nicht die Zeit. Und da haben wir gedacht, na gut, dann können die Webinare vielleicht sogar auch noch was sein,
was dann für die Lurker, das ist ja immer so ein negatives Wort, aber für die Personen, die eben nicht ganz so aktiv dabei waren, auch noch ein bisschen was haben, wo sie dann vielleicht hinterher noch einen guten Input oder eine Anregung für zukünftige Projekte haben. Ja, gleichzeitig beschäftigt mich schon auch so die Frage, wie viele Menschen wie stark frustriert sind. Also wir haben vereinzelt zumindest auch solche Mails gekriegt und auch mal ein bisschen nachgehakt. Und eine Mail von einer Teilnehmerin zum Beispiel fand ich tatsächlich da sehr, also ich vermute, dass sie vielleicht für viele andere steht, von denen wir sonst nichts gehört haben, die gesagt haben, sie sind wirklich frustriert gewesen, sie haben da sehr viel reingesteckt in ihre Gruppe und es ist so wenig zurückgekommen. Das kann ich mir vorstellen, hat es häufig gegeben und das macht dieses offene Format natürlich auch nochmal anders klar als traditionelle Formate. Wenn ich im traditionellen Format in einem Online-Lernen oder auch irgendwie bei einer, weiß nicht, Konferenz oder bei einer Tagung 5 Workshops habe, dann hat halt vorher jemand geguckt, welche 5 Workshops es gibt und es gibt dann die 5 und in der Regel wird das dann auch so verteilt, dass sie halbwegs gleich besucht sind. Also es gibt ja viele Veranstalter, die beispielsweise darauf Wert legen, dass die gleich groß sind, ungefähr die Workshops. Und in so einem offenen Format, da schreibt halt jeder am Anfang mal seine Frage rein und dann gibt es auch Fragen, die kriegen total wenig Resonanz. Und man startet eine Gruppe und da kommen von 500 Leuten 2. Und das ist natürlich irgendwie eine andere Erfahrung, die man da macht, die wahrscheinlich, muss man jetzt nicht irgendwie tiefenpsychologisch viel über Kränkung nachdenken, aber natürlich ist das was, was viel ausmacht in dem Format. Und wenn man dann sogar noch weitergeht und sagt, ich stecke hier total viel rein und mache hier einen ersten Aufschlag zum Thema oder mache einen Vorschlag, wie wir vorgehen sollen etc. und dann passiert nichts und dann frage ich nochmal nach und dann passiert nichts etc. Das ist schon auch schwierig und auch ein schwieriges Learning sozusagen, wie man damit umgeht, wie man es anders machen kann. Aber weil ich würde es jetzt auch nicht, es hört sich jetzt anders machen, hört sich so an, wie ihr seid selbst schuld, hättet ihr es mal richtig gemacht, wären die Leute auch gekommen. Nein, es ist ja ein Teil dessen, ne? Dass wenn in einer Gruppe irgendwie nur 10 Leute sind, vielleicht tatsächlich auch 9 von Anfang an nur mit der Perspektive, ich würde mir das von Ferne mal angucken, da reingegangen sind. Das ist ja online auch ganz anders. Offline gehe ich in den Raum rein und damit ist ein gewisses Commitment gegeben, wenn ich in einen Raum gehe, an dessen Tür Workshop steht oder sowas. Ne? Aber bei irgendwie so einer Online-Gruppe, da kann das auch wirklich heißen, ich will nur mal gucken, was das hier eigentlich ist. Oder also teilweise, ich nutze das teilweise einfach sogar so, nur wie ein Merkzettel für mich so. Das sind die Gruppen, denen trete ich mal bei, ich gucke mal später rein, ob mich davon irgendwas interessiert. Also es liegt wirklich jetzt nicht daran oder nicht immer daran, dass irgendwie man sagt, ich hätte das jetzt hier falsch moderiert, als jemand, der eine Gruppe anleiten wollte. Gar nicht. Ja. Und dazu kommt ja dann auch noch so eine nicht gleichzeitige Art und Weise, wie die Menschen arbeiten. Also manche, die dann sehr drin steckten in irgendwelchen täglichen Sachen und gesagt haben, okay, ich gucke mir das am Wochenende an. Und andere gesagt haben, sie gehen eigentlich jeden Abend mal rein und schauen, was da passiert ist. Und dadurch ist es dann natürlich auch schwierig, so eine kontinuierliche Arbeit hinzukriegen. Wir haben die Edonautica noch gar nicht erwähnt. Blanche, magst du? Ja, genau, die Edonautica. Damit hätten wir eigentlich noch mal schon mal anfangen sollen. Ne? Die Edonautica war ja im Grunde so ein bisschen, ich sag mal, der Startschuss ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, aber die Edonautica sollte im März stattfinden. Das ist ein Barcamp für zeitgemäße Pädagogik und musste dann aufgrund von der Corona-Pandemie verschoben werden. So, und das war dann so ein bisschen, dass wir überlegt haben, okay, was kann man denn machen? Das hat Nele jetzt ja alles schon erzählt. Und und dann haben wir nicht Unterstützung von der Edonautica, sondern mit Unterstützung von oder so. Genau, das war sozusagen der Startschuss. Und haben auch da natürlich alle Leute angeschrieben und gesagt, hier Edonautica muss leider verschoben werden, aber wir machen stattdessen ein Online-Angebot so. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir so einen guten Start hatten, also dass wir gut vom Stapel gelaufen sind, sozusagen in Edonautica-Sprech. Sonst wäre das vielleicht auch, ja, hätte das vielleicht nicht gleich ganz so hohe Wellen geschlagen, weiß man nicht so. Drittes Kapitel, wir wollen über ein paar konkrete Dinge sprechen, von denen wir sagen, die haben wir relativ neu ausprobiert. Und man kann sie vielleicht auch die Erfahrung daraus gebrauchen für andere Formen, die man hat. Und ich würde Nele bitten, am Anfang tatsächlich nochmal was zu den 2 Plattformen zu sagen. Nele, du hast eben schon relativ kurz gesagt, es gab so 2 Plattformen und das Web. Magst du das nochmal sagen? Tatsächlich, weil es ist, glaube ich, so dermaßen unintuitiv, wenn man hört,
ja, es gab zwei Plattformen. Ja, also vielleicht ist es unintuitiv und es kam sogar auch eigentlich so ein bisschen doppelt. Also auf der einen Seite kann man sagen, das war sehr, sehr schlau, wie wir das so konzipiert haben. Auf der anderen Seite war das auch ein bisschen aus der Not geboren. Blanche hat vorher schon gesagt, wir haben das so in der Woche zusammengestampft. Da war das dann okay, da hatten wir unsere Lernumgebung. Aber dass wir tatsächlich auch in diesen paar Tagen dann schon fertig gehabt hätten, wo landen denn dann nachher auch die fertigen FAQ-Beiträge? Ich glaube, das wäre auch tatsächlich ein bisschen eine Überforderung gewesen. Und von daher sah das so aus, dass der Unkurs eigentlich startete in einer Lernumgebung edunauten.de. Da konnten sich die Leute registrieren, da konnten sie ihre Fragen stellen, da haben sie die anderen gefunden. Und dann hatten wir eben zusätzlich eingerichtet, auch quasi auf einer ganz anderen Domain, das war dann faqonlinelernen.de, wo wir sammeln wollten, was sind denn die Ergebnisse, die wir eigentlich gemeinsam machen? Und auch wenn ich das jetzt so dargestellt habe, dass es so ein bisschen auch aus der Not geboren war, glaube ich durchaus auch, dass das konzeptionellen Sinn gemacht hat. Weil man dann natürlich für die Teilgebenden auch von Anfang an deutlich gemacht hat, wir tauschen uns hier aus und hier findet ein Unkurs statt, aber trotzdem wollen wir auf ein Ergebnis hinarbeiten, was dann auch für Menschen interessant sein soll, die überhaupt gar nichts mit den Edunauten zu tun haben, sondern einfach gerne wissen wollen, was kann ich mitnehmen zu Online-Lernen zeitgemäß und die da Fragen haben und die darauf Antworten suchen. Und weil es im Prinzip vielen Edunauten am Anfang von dem Unkurs auch so ging, ging es darum, zusammen zu sammeln, was finden wir denn da und das dann sozusagen gemeinsam für andere zu teilen. Damit ist dann auch diese Haltung, wir geben was weiter, was wir erarbeitet haben, glaube ich, sehr, sehr gut zum Ausdruck. Ja, und dafür hatten wir Frau Helene, ne? Jöran, willst du nicht was zu Frau Helene? Oh, Frau Helene, ja, ich gucke gerade, ob ich nochmal das Foto von ihr finde. Nee, hier ist es nicht. Schade. Naja, ohne Frau Helene Foto. Frau Helene, ich weiß gar nicht mehr, wie kam man da Frau Helene? Weiß ich nicht mehr. Oh, das ist aber auch noch eine schöne Geschichte, die muss ich vielleicht auch noch sagen, zum Thema kollaboratives Schreiben und die geheime Agenda. Und zwar in dem anderen Video, wo die Teilnehmerrevue passieren, sagt Maria so einen wunderbaren Satz. Und ich dachte, wow, den würde man über ein Buch rüberschreiben zum Thema kollaborativen Arbeiten, weil er so symptomatisch ist. Sie sagte nämlich, und dann gab es da was, ich glaube, das hatte ich gemacht. Und das, glaube ich, ist tatsächlich so dermaßen typisch für dieses kollaborative Arbeiten, wo du am Ende irgendwie gar nicht mehr genau weißt, was jetzt von wo kam. War das meine Idee oder deine Idee oder ist sie nicht tatsächlich irgendwie so zwischen uns entstanden? Das fand ich sehr schön. Jetzt aber die Geschichte von Frau Helene. Wir hatten so ein bisschen die Sorge, dass manche Gruppen so lange grundsätzlich diskutieren, dass am Ende sie zwar eigentlich sehr gerne noch konkret was für die FAQ erarbeiten wollen, aber es dann vielleicht gar nicht mehr schaffen. Und wir wollten aber, Nela hat es schon gesagt, sie jetzt auch nicht so drängen und sagen, jetzt ist Schluss mit Diskussion, jetzt mal darüber an die Arbeit. So. Und eine Unterstützung dafür, Awareness sozusagen zu schaffen für irgendwie die Ergebnisse, sind doch auch Sachen, die auf dem Zettel haben muss, war Frau Helene. Wir haben Frau Helene erfunden als eine fiktive, quasi eine virtuelle Lehrerin, die dann auch als Teilnehmerin in den Unkurs kam und ein Profil hatte und alles. Und Frau Helene hat gesagt, sie findet es total spannend, aber sie ist nur an den Ergebnissen interessiert. Dieser ganze Prozess dahin interessiert sie gar nicht. Sie hat keine Zeit in den Wochen, solange die noch stattfinden. Aber sie würde gerne ab und zu reingucken und wenn die Leute Fragen haben, für das, wie ihr das Ergebnis helfen würde, dann könnte man sie auch fragen. Und das fand ich tatsächlich als Erfahrung sehr spannend. Das hat geholfen so für die Perspektive, war mein Eindruck. Und teilweise wurde Frau Helene tatsächlich auch eingebunden. Also Frau Helene wurde in diese Gruppen teilweise eingeladen. Also sie hatte ja so einen Account mit einem netten Profilbild auch und so. Und dann wurde sie tatsächlich da teilweise auch gefragt. Also wurde so gesagt, wir diskutieren hier über das und das. Sag mal, Frau Helene, wobei man muss sagen, sie haben oft nur Helene gesagt. Helene, was würde dir denn da helfen? Oder wenn wir das machen, würde dir das helfen? Oder so. Das war schon interessant. Also bis dahin, dass Frau Helene nachher so richtig irgendwie für Diskussionen genutzt wurde. Vor so ein, zwei Stellen dachte ich, wissen die Leute noch, dass das eine fiktive Person ist? Aber das war also nicht, dass es irgendwie jetzt hunderte von solchen Diskussionen gab. Ne? Es war irgendwie schon auf einem sehr niedrigen Niveau. Also ich weiß gar nicht, Frau Helene war, glaube ich, am Ende in 6 Gruppen. Aber das fand ich interessant und hilfreich. Also das, ja. Was haben wir noch im Zettel für konkrete Dinge? Ach, die täglichen Mailings.
Ja, die täglichen Mailings. Die kamen, also da wurde auch, glaube ich, noch, habt ihr in dem anderen Video, müssen wir es gleich mal verlinken dann, ne? Auch drüber gesprochen mit den Teilnehmern, Teilnehmenden. Wir haben jeden Tag ein Mailing verschickt, nur sonntags nicht. Und das war Teil des Konzepts. Also so die Teilnehmer sollten jeden Tag eine Nachricht von uns erhalten mit dem Stand, mit was ist zu tun, was oder was kann man tun. Also einfach so als Unterstützung und natürlich auch als, ja, vielleicht als kleine Anleitung. Wir haben teilweise auch mehr als ein Mailing verschickt, weil wir auch nochmal den Verteiler anders gespielt haben als die Personen, die auf der Plattform angemeldet waren. Nicht immer, aber manchmal. Das hat aus unserer Sicht ganz gut funktioniert. Und auch da, wir hatten ja insgesamt nur 14 Personen, die gesagt haben, na, also sie haben jetzt keine Zeit mehr mitzumachen oder auch, na, sie, also Mails möchten sie jetzt doch nicht mehr bekommen jeden Tag, hielt sich aber bei so einer großen Anzahl wirklich in Grenzen. Insofern gehen wir jetzt mal davon aus, dass das gut funktioniert hat. Ich fand es total, bei mir war es schon fast so was, hatte was Meditatives, weil ich habe meinen Arbeitstag damit begonnen. Jeden Morgen habe ich dieses Mailing verschickt. Das war super. Also ich wünschte, ich müsste mir mal überlegen, ob ich jetzt so fiktive Mails einfach wegschicke, weil das wirklich so ein toller Start in den Tag war. Gut, so das war ja aus unserer Sicht gut geklappt. Wenn ihr jetzt das seht und sagt, oh, also das habe ich aber anders wahrgenommen, das war nun das Allerschlimmste, dann schreibt es uns gerne. Wir berücksichtigen das gerne für zukünftige Projekte. Was wir dann auch gemacht haben, sind Newbie-Mailings noch zusätzlich. Also die Leute, weil wir irgendwann gemerkt haben, okay, es kommen jetzt zwischendurch immer noch neue Leute dazu und die müssen wir auch irgendwie abholen. Die haben dann nochmal gesondertes Begrüßungsmailings bekommen mit hier folgende Sachen, so kannst du einsteigen, das kannst du machen. Wurde auch gut angenommen, also unsere Vermutung, haben wir wenig konkrete Rückmeldungen bekommen. Und ein Begrüßungsvideo, das haben wir dann aber irgendwann tatsächlich nicht ganz weiter individualisiert gemacht. Jöran hat ein Begrüßungsvideo eingesprochen und die Namen der neuen Person vorgelesen. Kann man sich vorstellen, dass das mit relativ viel Aufwand verbunden war, dann, weil er wirklich dann immer jeden Abend dieses Begrüßungsvideo neu aufgenommen hat mit den Namen. Da muss man ganz ehrlicherweise sagen, das wurde nicht so, waren die Abrufzahlen eher verschwindend gering. Also ich fürchte, Nele, Jöran und ich waren diejenigen, die es gesehen haben und sonst niemand. Insofern haben wir, glaube ich, nach dem vierten Tag gesagt, okay, da steht der Aufwand nicht dafür, haben wir jetzt gelernt, muss nicht sein und haben dann ein persönliches Begrüßungsvideo gemacht, also eins für alle, wo dann einfach keine Namen vorgelesen wurden. So, und ja, wir fanden aber die Idee schön und sind einfach ein bisschen von uns ausgegangen, haben gedacht, wenn ich jetzt so, oder wenn wir in einem Kurs sind und würden dann neu dazukommen, hätten das irgendwie total toll gefunden, wenn jemand vorgelesen hätte. Und wir begrüßen heute Jöran, Blanche und Nele. So, das, wir hätten uns darüber gefreut. Vielleicht ist die Welt noch nicht bereit und beim nächsten Kurs kommt das vielleicht total toll an. Weiß man nicht. Ich glaube, was bei den Mailings immer noch wichtig war, war dieses, dass quasi der Abschluss war, wenn du irgendwas wissen willst, dann antworte einfach direkt auf diese Mail. Und ich glaube, das haben ja durchaus auch Leute genutzt und sind dann so drauf eingegangen. Und das haben wir ja nicht nur in den Mailings gemacht, sondern auch das, was wir als Crew-Meldung auf der Plattform veröffentlicht haben, dass wir gesagt haben, wenn du dazu noch was wissen willst, hier kannst du schreiben. Es gab direkt das Kontaktformular. Hilfe, ich verstehe hier gar nichts. Dann kannst du uns hier direkt erreichen und schreiben. Und ich glaube, gerade wenn man so einen Umkurs gestaltet, hatte ich den Eindruck, dass das eine sehr, sehr wichtige Option noch ist, dass wenn Menschen sich wirklich unsicher fühlen, gar nicht wissen, wie sie sich jetzt orientieren können, dass es dann solche Punkte gibt, wo man sehr einfach und niederschwellig einfach sagen kann, stopp, unterstützt mich hier mal bitte. Ja, und das wurde tatsächlich ja auch angenommen. Also da wurde tatsächlich drauf reagiert und es gab also von kleinen Sachen supporttechnisch mit, ich weiß gerade nicht, wie ich da mich anmelden soll, bis hin zu größeren Sachen, ich weiß gerade nicht, wie ich einsteigen soll, also mehr so inhaltlichen Geschichten, war dann alles dabei. Und tatsächlich glaube ich auch, dass das einfach gut funktioniert hat, dass man, dass die Hemmschwelle nicht so groß war, vielleicht war es irgendwie persönlicher, dass die Leute schnell geantwortet oder irgendwie eine Mail geschrieben haben. Ja. Das Lieblingsmailing war irgendwann so nach 2 Wochen, glaube ich, wo wir gesagt haben, okay, die kriegen jetzt jeden Tag eine Mail. Und natürlich haben wir es auch so, also eine der Hauptaussagen der Mail war immer, du kannst einfach so einsteigen jetzt, ohne dass du vorher alles mitgemacht haben müsstest. Aber trotzdem gab es eine Mail mal in der Mitte, wo wir ein Mailing gemacht haben, wo drin steht, heute geht es mal nur einmal um Durchatmen und sich selbst auf die Schulter klopfen. Und das hat sehr viele, sehr freundliche Rückmeldungen gegeben. Ein Punkt noch, der
auch bei mir zumindest ein bisschen aus dem Blick geraten ist, waren die Telegram-Gruppen, die wir eingerichtet haben, zusätzlich zur Plattform. Da würde ich jetzt tatsächlich rückblickend sagen, war es vielleicht ein Stück zu viel gewollt von uns. Das war jetzt, ich glaube, 99% der Teilnehmenden hätten gar nicht gemerkt, wenn es die nicht gegeben hätte. Es war hilfreich, noch einen Kanal zu haben, aber meistens wurde tatsächlich die Gruppe Kaffeeküche genutzt. Die wäre die erste, die ich vielleicht sozusagen sagen würde, ja, die macht auch weiterhin Sinn. Aber auch da war natürlich die klassische Frage mit, hat mal jemand den Link? Ja. Gut. Letzter Abschnitt für das Video. Wie geht es weiter? Nele fängt an. Ja, ein bisschen hatten wir das schon angekündigt. Also was es jetzt auf jeden Fall gibt und was auch da ist, ist die FAQ Online Lernen. Also erreichbar unter faqonlinelernen.de, geht mit oder ohne Bindestrich, wenn man das möchte. Und dort findet man erstmal dieses offensichtlich sichtbare Ergebnis, was wir alle gemeinsam bei den Edunauten erarbeitet haben. Da haben wir es bis jetzt noch so gestaltet, dass das Formular auch einfach noch offen ist. Also wenn jetzt noch jemand sagt, ich habe hier noch einen tollen Beitrag gefunden, mir ist hier noch eingefallen, wir waren doch in unserer Gruppe noch nicht ganz fertig, ich will hier was noch nachtragen, dann ist es sozusagen möglich, dieses Formular zu nutzen und dann noch weitere FAQ-Beiträge zu veröffentlichen. Und für die Lernumgebung von den Edunauten auf edunauten.de haben wir gesagt, dass wir da jetzt zumindest in der nächsten Zeit direkt nicht irgendwie eine Betreuung sicherstellen können und haben deshalb versucht, diese Lernumgebung in so eine Art Archivstatus vielleicht zu versetzen. Das heißt, man kann sich jetzt nicht mehr neu registrieren. Wenn man schon registriert war, kann man sich weiter anmelden und kann auch weiter diskutieren. Wir haben einen so ein nach dem Kursforum eingerichtet. Also wenn es noch irgendwas gibt, kann man das da reinschreiben. Vor allen Dingen aber, glaube ich, und das ist für alle Menschen relevant, also die jetzt bei den Edunauten dabei waren oder auch gar nicht, bleiben die Inhalte, die wir dort gemeinsam in dieser Lernumgebung erarbeitet haben. Also nicht nur die FAQ-Ergebnisse, sondern eben auch die ganzen Diskussionsergebnisse in dieser Lernumgebung bleiben ja trotzdem dann auch weiter online. Also wenn jemand sagt, ich interessiere mich jetzt eigentlich für Barcamps, wie ich sie online gestalten kann, dann kann man eben die Suche nutzen und gucken, was haben denn da die Edunauten dazu diskutiert und findet dann die Diskussionsstränge, ohne dass es da dann jetzt vielleicht schon eine fertige Antwort gibt, aber zumindest hat man Anhaltspunkte, wo haben da Menschen darüber gesprochen. Ansonsten können wir vielleicht nochmal sagen, die FAQ, die wir erstellt haben, haben wir ja möglichst frei lizenziert, also so, dass man ohne große urheberrechtliche Hürden mit diesen Inhalten weitermachen kann. Also sagen kann, irgendwie, die brauche ich jetzt bei mir auf einer anderen Plattform oder ich will davon Sachen rausnehmen und an andere Leute weitergeben etc. Das ist alles lizenztechnisch relativ einfach möglich. Und insofern kann es auch gut sein, dass gar nicht wir diejenigen sind, die als erstes wissen, was damit jetzt weiter geschehen kann, sondern bei den Menschen, die das jetzt gucken, im Kopf irgendwie was klickt und sagt, ah, okay, total hilfreich, kann ich gut gebrauchen. Dann kann man es entweder nehmen, einfach ohne zu fragen, damit machen, was man will und braucht. Gleichzeitig soll das aber nicht eine Ausladung sein, nicht Kontakt mit uns aufzunehmen. Kontakt funktioniert auch weiterhin. Zum einen, weil es uns einfach total interessiert, was so aus diesen Sachen wird und wir es dann auch nochmal weitergeben können an Menschen, die es auch interessieren könnte, zum Beispiel den Teilnehmerkreis. Aber auch, weil da vielleicht daraus nochmal neue Ideen entstehen können. Also wir glauben, dass auch das noch sehr offen ist, was dann mal daraus werden kann. Wir haben keinen konkreten Plan für die Edunauten 2 zu Weihnachten oder so. Nachdem wir diesmal zu Ostern fertig waren, wäre es natürlich eine Möglichkeit. Aber es ist sicher auch nicht ausgeschlossen, mal irgendwie sowas zu machen. Im Moment, 15. April 2020, sollte man wenig ausschließen, was in Bildungssachen so weiter passiert. Und Online-Bildung erst recht. Was müssen wir noch machen? Danksagung müssen wir noch machen. Genau, bleibt noch die Danksagung. Und da natürlich mal zuallererst allen Teilgebenden für das super Engagement und für die vielen, vielen freundlichen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Das hat uns auch ein bisschen, am Leben erhalten, dass man irgendwie zwischendurch mal gehört hat, das, was wir da machen, ist auch irgendwie, kommt irgendwo an und freut Leute so. Das war hilfreich. Dann natürlich Dank an die Edunautica, wir haben es gerade schon gesagt, dafür, dass sie uns beim Lossegeln unterstützt haben. Das war wirklich großartig. Dann fürs OER-Camp, insbesondere die Coaches, für den wirklich tollen Support im Endspurt.
auch die Kurzfristigkeit, muss man sagen. Also da vielleicht auch nochmal, wir haben die angerufen und einen Tag später ist das erste Webinar losgelaufen von Christina. Also so viel Flexibilität, das ist ja auch jetzt nicht ganz alltäglich. Dann Christoph für die Umsetzung der Webinare, der hat die Technik betreut, auch da vielen, vielen Dank. War auch eine sehr kurzfristige Angelegenheit. Und zum Schluss noch Google, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, die haben uns auch sehr unkompliziert mit einer kleinen Startfinanzierung geholfen, sodass wir drei wenigstens das nicht alles nur ehrenamtlich machen mussten, sondern wenigstens ein bisschen Vergütung bekommen haben. Und das ging wirklich unkompliziert und gut. Habe ich wen vergessen, ihr beiden? Wenn, dann haben wir es jetzt alle drei vergessen. Dann ist es so. Sehr schön. Gibt es noch was in diesem Video gesagt werden müsste, bevor wir Stopp drücken? Wir verlinken edenauten.de, die FAQ online lernen und insbesondere nochmal das Video mit den drei Personen, die aus Teilnehmersicht beschrieben haben, wie die Edenauten für sie waren. Also wer gleich weitergucken will, das ist ein guter Anschluss. Danke.